Willkommen, Sterbliche, zu einer weiteren Folge von Let's Play Ghostmaster mit Shadow. Heute begeben wir uns zu Full Horror Jacket. Oh yeah. Deine Terrorkampagne kommt zügig voran. Es dauert nicht mehr lange, bis in den Straßen von Grafenwill ein Chaos ausbricht. Sicher wird dann die Armee einschreiten. Man sollte daher einen Präventivschlag gegen das Militär in Erwägung ziehen. Wenn er gelingt, wird das die Unruhe der Sterblichen weiter steigern. Kein Sterblicher innerhalb des verwünschten Militärstützpunktes darf tauglich bleiben. Okay, wir sollen jetzt auch das Militär wegscheuchen. Dann sehen wir doch mal. Was wird uns empfohlen? Moment, Scarecrow. Du kannst draußen. Aber du hast noch lauter Fähigkeiten zu erlernen. Suchen wir unsere Eigens aus. Bug nehmen wir mit. Brauchbar. Firetail, brauchbar. Können wir nutzen. Erde. Wo haben wir unseren Harriet? Kann Papa Geschenke verteilen? Leichnam oder Erde? Lebendig begraben. Dragoon, den nehmen wir mit. Durchgang. Ja, vielleicht hier auch einen, der ein bisschen Elektrizität. Brauchen wir einen für innen? Brauchen wir einen für draußen? Wo ist denn der Typhoon? Da. Nee, doch da. Donnergeist. Den können wir auch mitnehmen. Windwalker. Lebendig begraben hört sich halt witzig an. Ich glaube, den nehme ich stattdessen mit. Gewalt. Oh, der könnte. Ja, ich nehme Carter mit. Gewalt. Auf einem Militärstützpunkt gibt es bestimmt Waffen. Nun gut. Spuk. Let's Spuk. Sorge dafür, dass kein militärtauglicher Sterblicher auf dem Stützpunkt bleibt. Ja, okay, dann sorgen wir mal dafür. Besonderheit in diesem Level ist eigentlich nur, dass es hier einen Vater gibt. Diesen Vater sollten wir uns als erstes vornehmen, weil der ist der Einzige, der die Geister vertreiben kann. Ansonsten, hier ist der Geist. Hat mich ausgetrickst, mich, den ältesten aller Schwindler. Hat mich an einen Baum gefesselt und sagte, ich müsste dort bleiben, bis ich vom Waldbrand verschlungen werde. Doch das Schicksal war grausam und mein hölzernes Gefängnis wurde zu einem Totem geschnitzt. Bitte hilf mir, freizukommen! Wir helfen ihm, freizukommen, indem er seine eigene Kraft, trojanisches Pferd, verwendet. 240 kostet es. Dann binden wir Firetails dran und der macht mit Feuertanz den hölzernen Totem kaputt. So, wie sieht's mit euch aus? Fangen wir mit euch an? Wen kann ich denn einsetzen? Fangen wir mit Bug an. Ich brauche erstmal ein bisschen Plasma, bevor ich hier den Vater angreife. Überwältigender Gestank. Komische Pflanzen, ha?
Ja, was macht denn der Gestank da? Ja, toll. Aber bewirkt nicht viel. Grauen, das war doch schon besser. Starkstrom bei den Wägen, hm? Wie sieht's aus? Oh, schade. Wirkt nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Oh, elektrisch. Feuerball. Auf dem Private. Aufpassen vom Vater. Okay. Komm, Dragoon, jag mal den Vater. Mist. Oh, dann halt den da. Pass nicht da rein. Wen fangen wir? Gibt's hier irgendwo welche? Was ist mit dem los? Gibt's hier irgendjemand, mit dem ich spielen könnte? Mach irgendwas. Ach, Stromausfall. Ein bisschen Angst hat's verursacht. Oder war das jetzt das merkwürdige Benehmen? Den Vater, den muss ich auf jeden Fall mit so Schockkräften nie. Was haben wir denn hier draußen? Dichter Schwarm. Ja, und schon wieder ein bisschen mehr Plasma. So, Vater. Wo läufst du herum? Oder gibt's hier... Oh Mann, die laufen alle in den Gängen hier herum. Wo ist er denn? So, Starkstrom. Und einen Feuerball gleich hinterher. Stört ihn nicht wirklich. Er brennt zwar, aber naja. Aber gut. Das haben wir schon mal gebraucht. Komm, hetz ihn doch mal. Aufpassen, sonst... wir können hier bloß Buck platzieren. Hier können wir aber den kopflosen Reiter platzieren. Und nochmal hetzen. Kampfgeschwader. Schön auf den Vater. Gewalt. Was kann ich denn? Marionettentanz. Panik. Geraten in Panik. Ja, okay. Macht Sinn. Kann man hier anbringen? Ach, übrigens. Mach doch mal ein Geistergeschenk, hä? Wie sieht's aus? Ja, das kann der vielleicht ein wenig rumtragen. So, Vater. Oh, Vater im Himmel. Mögest du Angst bekommen?
Der Hund verfolgt dich nämlich. Okay. Oh ja. Wohin rennt er? Da kann ich ihn leider nicht mehr hetzen. Aber da können wir wegen Starkstrom verursachen. Und der Geistliche ist fort. Tja. Dann sieht's wohl so aus, dass die schutzlos sind. Jetzt muss ich... Oh, hier. Elektrisch und Gewalt. Ah, nee, klappt nicht. So, was machen wir mit euch? Aber Angst kriegen sie dadurch irgendwie nicht. Nee. Dann hetzen wir doch wieder weiter. Ach so, ja, den erbe ich auch noch. Vererde und... Ja, vererde. Den könnte ich vielleicht hier anbringen. Besessenheit. Wie sieht's aus? Willst du vom Colonel Besessenheit annehmen? Geht wohl nicht. Oh doch. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Oh, was haben wir denn hier oben? Das Problem ist, die ganzen guten Fähigkeiten habe ich noch nicht. Jetzt fallen die alle um. Wieso wurde die jetzt weggemacht? Und Angst haben sie nicht bekommen. Ich brauche mehr Plasma. Naja, schon besser. Mehr Plasma. Wie bekomme ich mehr Plasma? Ich brauche einfach Leute, genau, die in so Räume mit elektrischen Sachen sind. Genau. So kriege ich schon einiges mehr. Aber die haben alle noch so wenig Glaube.
ich glaube, dich lass mal einfach mal da und... Ach so, kannst nicht die Fähigkeit, nur wenn welche da sind. Ah, du kannst doch jetzt trojanisches Pferd, genau. Dann setz mal dich mal frei, weil wir können dich draußen nutzen. So, nutze trojanisches Pferd. Okay. Und jetzt Feuertanz. Ja, genau. Komm noch herein. Ah! Die reinigende Flamme, mein Gefängnis brennt! Hab Dank für deine Hilfe, Ghostmaster! Kein Problem. Dich können wir nämlich jetzt auch nutzen. Draußen. Irgendwo zwei sind. Genau, das ist gut. Komisch. Schade. Schön, jemand hat das Geschenk aufgehoben. Wenn wir jetzt hier Firetail noch anmachen. Ups, auf die Bank. Kräfte Feuerball. Nein! Hä? Warum kreischt die wie ein Mädchen? Hier eventuell ein Starkstrom. Genau. Dann fangen wir halt jetzt einfach einen nach dem anderen. Merkwürdiges Benehmen. Oh, lol. Coole Sache. Mist, der kann auch nichts Besonderes. Vielleicht kann er den noch erwischen. Sollte klappen. Ja, der ist auch weg. Und der kriegt auch einen Schock. Hey, wo ist jetzt? Okay, du hast das Geschenk. Dann Panik ist angesagt. Marionettentanz. Könnte interessant werden. Was kannst du noch machen? Du könntest bald wieder ein... nee, deine Kräfte, die taugen irgendwie nicht so richtig. Ja, hetzt ihn. Beide. Och, das war schon der Flüchtende. Naja. Er hat immerhin ein bisschen...
bisschen dafür gesorgt, dass mein Plasma höher wird. Ne, die will ich eigentlich nicht verschrecken. Weil die stehen da gerade so schön. Da will ich lieber den verschrecken. Ja, der flüchtet. Komm, 7 Punkte. Ah, das sind nicht 7 Punkte. Ah, das reicht auch noch nicht. Warte mal. Habe ich jetzt gerade 30 Punkte auf einen Schlag verloren? Was geht hier ab? Mach mal Feuerball hier. Da kommt noch einer angerannt. Vielleicht ist er in Reichweite. Ja. Mein Hundi ist nicht so effektiv, wie ich es mir gewünscht hätte. Treibt sich hier jemand auf? Die treiben sich hier zum Beispiel auf. Was kann man hier machen? Hundi kann man hinschicken. Naja, okay. Der race jetzt hier voll rum. Oh ne, doch nicht. Also jetzt weg. Ich wollte eigentlich jetzt 300 Punkte erreichen, weil dann kann ich endlich eine gescheite, starke Attacke. Den Marionettentanz. Wobei, schockgefrostet. Das könnte doch auch schon was bewirken. Gibt's hier irgendwo ein Geschenk? Nein, hier gibt's aber Elektro. Und mehrere Menschen. Oh ja, das war effektiv. Und ein nächster flüchtet. Mit der Zeit wird's immer leichter. Aber wir brauchen hier ein neues Geistergeschenk, würde ich mal behaupten. Ein trojanisches Pferd kann ich auch nutzen. Jetzt brauche ich... Ah ja, der nächste haut ab. Hauen gleich zwei ab? Nee, bloß einer. Komm, wir brauchen Marionettentanz. Voll witzig. Und die Musik ist cool. Ah, dem sein Glaube wurde gesteigert. Schockgefrostet. Oh, es sind alle. Cool. Ja, und... Ah, den Colonel hat's erwischt. Oh.
Panik. Wie einen diese komischen Teile verfolgen. Ja, den können wir eigentlich dort unten lassen. Wobei, wann kann er denn seine Todesjagd? 400 braucht er dafür. Ah, du, Corporal. Starkstrom? Mist. Das erwischt ihn nicht. Schauen wir mal, wer hat ein Geschenk? Der hat ein Geschenk. Das war doch nicht schlecht. Und die Nächsten, die flüchten. Der hat's auch bald hinter sich. Dort oben sind welche, die gehetzt werden wollen. Todesjagd. Oh, das will ich jetzt sehen. Oh, hier draußen. Ja, ist bloß eine verbesserte Hetze, oder wie? Hatte ich mir ein bisschen... Ach, diese Videos nerven. Bisschen anders vorgestellt. Oh! Der wird weiter... Oh ja! Jetzt... Der wird wirklich total gejagt. Das ist eine dauerhafte Hetze. Okay, wer hat das aufgehoben? Das war doch hier jemand. Das interessiert mich nicht, was da in der Küche passiert. Nur wenn Sterbliche zugegen sind. Das lebendig begraben könnte ich jetzt auch mal ausprobieren. Der jagt den immer noch. Der ist doch schon am Flüchten. Der kann mal hier oben patrouillieren, oder? Wo? Hier. Nur wenn Sterbliche da sind. Genau, lauf hier einfach ein bisschen herum. Gott. Läuft er jetzt mittlerweile. Oh, wo ist er hin? Gehe zu. Geht nicht. Ah, dort oben rennt er wieder. Ich brauche mehr Plasma. Wobei, du kannst jetzt eigentlich mal wieder zurückgehen. Ich möchte nämlich sehen... Ah, wer hatte das? Der hatte. Lebendig begraben. Komm, Sergeant Allen. Wow. Boah, der ist weg. Lol. Help! 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 Help!
Den könnten wir eigentlich hier hin setzen. Der ist jetzt auch nicht mehr weit entfernt. Ach so, der lässt es regnen. Wundere mich schon die ganze Zeit. Warum regnet es? Warum regnet es? Okay. Kurzer Schreck. Okay, der ist auch weg. Ah, da laufen welche durch. Ach so, der ist schon ganz weg. Aber man kann noch von ihm ein bisschen Plasma bekommen. Oh, und der kommt auch wieder in einen Raum. Das ist schön. Den kann man doch jetzt komplett verjagen, oder? Wir gehen jetzt einen nach dem anderen an. Grauen. Ah, hat beide erwischt. Der ist sogar noch näher daran wegzurennen. Beziehungsweise jetzt rennt er weg. Das hält er die Hetze jetzt nicht mehr auf. Ja. Ah, ach so, nee, der. Nein, 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 nein. Ach, Mist. Zu spät. Der rennt nämlich schon weg. Wo ist Dragooner? Dragoon, bloß. Todesjagd! Oh ja, der Sergeant, der hat's nötig. Mist. Ist er da drin etwa sicher vor dem? Ich bin mal gespannt. Noch geht die Todesjagd. Und er lässt auch nicht locker. Der wartet vielleicht sogar so lange, bis er wieder rauskommt. Das könnte... Ach. Oh ja. Und ich glaube, jetzt kommt er raus. Was natürlich ein Fehler ist bei Todesjagd. Hey. Dragoon, du läufst in die falsche Richtung. Ich glaube, der wird's nicht mehr lang machen. Schade, dass nicht andere von dem verschreckt werden. Oh, ich hätte gedacht, ja, jetzt hat er doch aufgehört. Hetze noch.
Okay, du hast deinen Job erledigt. Jetzt weiß ich nicht. Komm, zeig mir mal Bio. Gejagt. Davor hat er jetzt Angst. Wir können doch nochmal Hetze. Sollte das Ende für ihn sein. Oh, fast. Kommen noch ein paar Insekten. Jetzt ist er erledigt. Ach so, deswegen, das ist sogar eine Frau. Ich dachte die ganze Zeit, wer kreischt denn da wie so ein Mädchen die ganze Zeit? Die macht's auch nicht mehr lang. Nix da weg. Das ist zäh, die loszuwerden. Der Glaube wird zwar immer stärker, aber trotzdem. Ich glaube, ich gehe jetzt auf den da. Wer ist es, der linke oder der rechte? Der linke. Mist. Naja, der ist doch... Die sind beide nicht schlecht. Schade, ich hätte gedacht, Durchgang ist auch hier irgendwo in der Mitte. Gut, sie wird noch verbrannt. Vielleicht ist er besser hier aufgehoben. Was ist das? Gewalt und emotional. Ich brauche neue Opfer. Zeig mir mal. Ja, der da. Wo ist der? Hä? Lol. Okay, die ist weg. Machst du gerade irgendwas? Oh, du hetzt gerade den. Ach, die. Nee, die brauchst nicht hetzen. Mich würde eher ein lebendig begraben lustig erheitern. Schade. Okay, wen hetzen wir jetzt? Der da ist fast. Oh ja. Das wäre jetzt gelacht. Sollte jetzt Geschichte sein. Ja, der ist jetzt auch entfernt. Oh, den kriegen wir doch komplett los, oder? Sieht gut aus.
Wen jetzt? Wo jetzt? Der hat noch nix. Die hat noch nix. Der will immer noch nicht wegrennen. Doch, du willst wegrennen. Es muss aber haarknapp an der Grenze sein, dass du nicht wegrennen willst. Spätestens jetzt willst du wegrennen. Ja. Nächste auf meiner Liste ist... Oh, der will auch noch nicht wegrennen. Aber gleich willst du wegrennen. Na? Kleiner Bug. Geht doch. Ja, jetzt willst du auch wegrennen. Schauen wir mal. Boah. Da sind noch ein paar Hartnüsse dabei. Oh, der hat zwar noch nix, aber der ist sehr gläubig. Der ist richtig gut gläubig. Komm, dich verfolg mal jetzt. Wohin gehst du? Emotional. Oh, schade. Und Wasser. In der Dusche gehetzt werden. Ist das nicht nice? Ja, der läuft jetzt ohne seine Sachen raus. Das ist cool. Das habe ich noch nicht bemerkt. Dass das geht? Naja. Dragoon. Zeit für dich. Todesjagd. Oh, der ist ja fast wahnsinnig. Komm, lauf zu ihm hin. Stört ihn wohl nicht, hä? Wird verfolgt, stört ihn aber nicht. Na, Starkstrom, gleich zwei erwischen. Komm, die Todesjagd hat versagt. Wer kommt denn da? Geht wieder lebendig begraben? Ja, das ginge. Dann begraben wir den doch. Warum klappt es nicht? Angst bekommt er. Back, jag ihn noch ein bisschen. Oh, eine Hetze kannst du auch machen. Ah, geht er dorthin, wo ich denke, er geht hin? Das ist doch wunderschön.
Ja. Ein was noch und dann ist er weg. Ah, oder noch nicht ganz? Braucht es etwa einen Dragooner, um ihn loszuwerden? Ach, ich sag immer Dragooner. Dragoon. Oh ja. Der geht. So. Der sollte jetzt verschwinden. Wir haben hier die Damen und die zwei Herren. Der wirkt hier nicht. Ein trojanisches Pferd vielleicht. Dann kann ich ein bisschen mehr machen. Marionettentanz. Oh, das treibt den Glauben hoch. Das treibt den Glauben hoch. Sieht bestimmt witzig aus. Fatale Fehler. Und noch einen Bug hinterher. Gut. Die ist auch weg. Nee, Todesjagd geht noch nicht. Hetze, aber. So, wo geht denn der immer rum? Ja, die haut ab. Oh, da ist jemand an einem elektrischen Gerät. Und Gewalt gibt's hier auch. Schock und Eis. Hab noch was. Ja, weg ist sie. So. Noch drei. Und verzieht sich. Mist, da geht noch nichts. Todesjagdgänge. Müsste nur jemanden finden, der bereit ist, gejagt zu werden. Halt, hält sich drinnen auf. Hält sich drinnen auf und der da? Ah, hält sich auch drinnen auf.
Wohin gehst du? Wohin willst du denn? Gehst du raus? Schade, er geht nicht raus. Oh, bleibst du da? Nein! Ich will einen Starkstrom. Mist, naja. Dragoon. Todesjagd. Ja, den können wir auch ein bisschen jagen. Wobei, es wäre klüger gewesen, wenn er nicht gewartet hätte, dann wäre er bestimmt zu den Autos hin. Oh. Wie geht's denn denen? Nee, aber lebendig begraben könnte klappen. Schauen wir mal, bei denen. Oh, der läuft sogar über die Erde. Das ist doch gut. Hey, warum klappt es nie? Verflucht. Ach, die Geisterauswahl habe ich total versaut. So wie es aussieht. Der ist auch nicht so effektiv, wie ich angenommen hatte. Genau, hat jetzt vor Hetzen Angst. Das Spezialgebiet von ihm. Von Dragoon. Kurzer Schreck. Kriechpflanzen. Bringt der Taifun irgendwas? Außer, dass er sich langsam fortbewegt. Okay, den soll's eigentlich jetzt auch. Ach, verflucht. Starkstrom. Ja. Oh, jetzt ist er umgefallen. Also die Militärangehörigen heutzutage, die haben es auch nicht mehr drauf. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Es ist dunkel, du bist der Einzige nur noch. Ja, in der Tat, du bist wirklich der Einzige. So, letzter noch.
Wo ist er? Erstmal müssen wir ihn raustreiben. Ah, oder auch nicht. Müssen wir gar nicht machen. Na, jetzt kommt er raus. Schwarm. Sehr gut. Weiter geht's. Es regt mich auf, dass Dragoon immer abhaut. Grauen. Hört sich schon besser. Ja, hat was gebracht. Bobby. Hätte sie auf gejagt. Tja, das bringt hier nichts. Todesjagd geht schon bald wieder. Kurzer Schreck geht doch eigentlich. Mach doch das. Na also. Kampfgeschwader ist doch auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, die zählen als gejagt. Na, der macht Todesjagd toll. Und hängt wieder. Okay, endlich. Oh, das war eine Mission, die hat vielleicht gedauert. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er weggerannt ist. Tja, jetzt würde ich eigentlich meine Elektrogeister hier anwenden. Die waren wieder mal Also die Elektrogeister sind immer die coolsten. Hier Starkstrom bringt schon was, weil... Allein, wenn jemand da ist, der sie verbannen kann, ist er mit Starkstrom erstmal wieder paralysiert und kann nichts machen. Genauso Feuerball, da macht auch keiner, da rennen sie gleich wieder. Ja, weg ist er. Geschafft, das Militär ist auch geflüchtet. Die Stadt ist hilflos. Jawohl. Wird immer mehr. Na komm schon. So viele Schreie haben wir verursacht. Oh, aber so viel Zeit gebraucht. Ah. Was soll's? Was spukt über das Kuckucksnest? Das Finale. Beim nächsten Mal. Bis demnächst. Ciao.